Gwen hatte im naheliegenden Dorf das Mädchen Shao kennengelernt, die über die Zeit ihre beste Freundin wurde und von der ihre Stiefmutter nichts wusste. Shao freute sich jedes Mal, wenn Yuan ausriss, und hatte für ihren Geburtstag eine besondere Überraschung vorbereitet. Komm mit, sagte Shao. Ich will dir jemanden zeigen, der Tiere mit außergewöhnlichen Talenten fördert. So wie es vor vielen Jahren die hohen Lehrmeister mit besonderen Kindern gemacht haben. Yuan horchte auf und wurde neugierig. Von besonderen Kindern hatte sie noch nie gehört.